Hallo und zurück in unseren gemütlichen vier Wänden. So, wir gehen zurück zum Bayerischen See. Achso, wir wollten ja mal Detektoren sehen. Ja, aber ich glaube, wir haben noch gar keine Prestigepunkte, die wir benötigen. Kann das sein? Ich sehe nämlich gerade, zwei Prestigepunkte brauchst du nämlich. Ich habe euch schon heiß gemacht drauf, ne? Jetzt das. So, wir gehen aber zum Bayerischen See. Gewinnen 1000 Prestige-Punkte. Nee, oder? Und werden als Müllmann aktiv. Wir lesen es nochmal durch. Ich glaube, wir haben es schon mal, aber wir lesen es nochmal durch. Ich heiße Robin Hewitt und vertrete das Institut für Archäologie. Ich schreibe Ihnen aufgrund der Informations, die wir von Herrn Johann Schmidt erhalten haben, wie wir verstanden haben, suchen Sie nach Aufträgen. Genau, leider können wir zurzeit keinen bieten, aber versuchen die Genehmigung zu bekommen. In dieser Gegend Nachforschung anzustellen und ein archäologisches Camp aufzubauen. Dafür müssen wir ein gutes Bild davon machen. Ja, aber was heißt es, räume den Müll weg? Wollen wir schauen, ne, was das heißt. So richtig. Ja, dann. Hin zum See, ne? Reisen, ja. So, was heißt das, Müll wegräumen? Räume allen Müll weg? Wo ist hier Müll? Ach, da drüben, schau mal hin. Ich sehe, glaube ich, schon was. Oder? Nö. Hä? Ich habe jetzt gedacht, ich habe hier irgendwas gesehen. Mist. Doch nicht. Ja, Hasenfeld, Wolfendorf. Das habe ich noch nie gesehen. War das Schild schon immer hier? Heißt das Müll wegräumen eigentlich, dass wir hier das ganze Gebiet befreien sollen? Und einfach hier ein bisschen rumwerkeln? Was bedeutet das, Müll? Wenn man es wüsste. Ne? Das ist aber kein Müll. Das ist eine hochwichtige Münze. Eine alte Goldmünze sogar. Hallo. Vielleicht von einem Kaiser, Leopold. Ja, dann ihren König, Leopold. Die gab es in Bayern. Das ist ja sogar mal eine entsprechende Münze. Aus dem Habsburgerreich. Zwar gab es dort bis 1871 Dukaten, doch ist dieses Exemplar weitaus älter. Auf Grundlage der Abbildung von Leopold I. und Erwähnung der Münzanstalt in Graz können wir diese Dukaten auf den Zeitraum 1676 bis 1682 datieren. Das wäre ja sogar mal nicht einfach wahllos irgendwas. Die werden mich doch nicht noch hier beeindrucken. Dass er nicht wahllos Münzen vergraben. Ja. Das Problem ist hier nur, dass ich nicht weiß, welchen Müll wir jetzt hier beseitigen so richtig. Wisst ihr? Das ist halt ein klitzekleines Problem. Ja, okay, ich gehe runter zur Straße. Ist ja gut.
Ich hab's verstanden, dass du nicht weitergehst. Gehen wir nach Wolfhausen oder wie war das? Hasendorf und Wolfhausen? Nee, muss ich nochmal anschauen. Ach, Hasenfeld und Wolfendorf. Gibt's die wirklich? Zeit, dass wir einen neuen Detektor bekommen, oder? Hallo? Manchmal ist echt ein bisschen tricky, wisst ihr? Manchmal kann es echt ein bisschen tricky sein. Aber was für Müll? Das wird eine Schrotpatrone, hätte ich beinahe gesagt. Ja, halt eine Kugel. So gewehrtechnisch. Musketenartig. Hui. Manchmal ist es sehr merkwürdig. Achso. Musketenartig, ne? Das war der richtige Hinweis. Müll. Müll. Wo ist der Müll? Tropfstein Nationalpark. Ja, wenn das ein Tropfstein Nationalpark ist, ne? Warum gibt's hier keine Tropfsteinhöhle? Die hätten sie dringendst integrieren müssen. Oh. Da gibt es Moskitos. Da bin ich sehr anfällig dafür. Für Moskitos bin ich sehr anfällig. Wenn irgendjemand neben mir ist, da ist Müll. Vielleicht müssen wir Müll suchen. In gewissem Maße. Vielleicht. Da, schaut hin. Ah. Ja. Na dann. Jetzt lohnt sich sogar mal Müll zu suchen. Jetzt hier die ganze Zeit. Oh, die Mücke hier, ne, die macht mich wahnsinnig. Es lohnt sich Müll zu suchen. Kann's kaum glauben. Ja, wenn hier noch jemand neben mir sitzt oder so, ne, und es ist so Abend und die ganzen Mücken kommen, die kommen alle, ohne Ausnahme, zu mir. Also, wer einen guten Mückenschutz will, na, der braucht sich eigentlich nur mit mir, sag mal, ich war doch gerade noch dran. Hä? Macht mich wahnsinnig. Hier muss doch was sein. Jetzt ist wieder wenig hier. Ach hier. Das waren zu weit. Wir waren zu weit vorne. Ja, dann mach doch. Waren tatsächlich zu weit vorne. Das ist aber was. Jetzt finden wir natürlich gutes Zeugs, ne? Ja, was heißt gutes Zeugs? Eine 9mm Pistolenhülse ist, wie sie ist. Die gibt's wahrscheinlich wie Sand am Meer. Tja. Aha. So wird das nicht. Die Luger. Ja, wie gesagt, die Luger-Pistole, die war eine der beliebtesten Pistolen. Zweiten Weltkrieg. Was? Und die haben die Amerikaner, wer so eine Luger-Pistole hatte, das war schon was wert. Also wir müssen eigentlich hier rüber.
wird hier voll an einem Baum ran. Oh, habt ihr den Schmetterling gesehen? Schön, oder? Wird hier voll an so einem Baum ran knallen. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Was auch schön ist, einfach nur Soda. Den haben wir aber noch nicht, ne? Der ist neu. Ich bin jetzt kein großer Verfechter, durch die Gegend zu strampeln und praktisch Tiere abzuschießen, ne? Aber das macht man eben bei The Hunt Call of the Wild. Aber was da wirklich schön ist, warte mal, da könnte man tatsächlich mal ein Bild machen. Ne? Was tatsächlich schön ist dort, ist die Immersion. Du kannst alles an HUD ausstellen und dann dich, du kannst sogar die Spuren ausstellen. Ich meine, das ist bestimmt total schwierig, aber es geht ja da nicht drum. Wenn ich sowas mal machen würde, so ganz nebenbei, also das wäre dann kein regelmäßiges Projekt, sondern nur so ab und an mal, wisst ihr, dass man dann einfach mal die Spuren sucht und so und das auf ganz real stellt, ne? Weil es sieht einfach nur fantastisch aus, ne? Also ich habe mir das mal angeschaut. Das gibt so eine Immersion. Das ist Wahnsinn. So, wir sind jetzt mit unserem Müllauftrag. Der war es doch, oder? Nee, einer noch. Bekomme jetzt echt 1000 Prestigepunkte? Ich kann es noch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also ich glaube es nicht. Das wird wieder eine Münze. Aber was für ein... Ja. Das ist der Knopf. Den kennen wir. Dann ist es aber doch wieder nicht. Haben sie doch noch nichts gemacht. Ne? Ja, obwohl, es ist einer aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Absolut. Ich meine, bis Bayern sind sie gekommen. So, ja, nee, das war dann kein Schrott. Das muss man ja sagen, ne? Wolfendorf. Das ist hier Hasenfeld. Nee, das ist natürlich kein Hasenfeld. Aber. Nee, wir müssen weiter rüber. Wir fallen jetzt direkt in den See, sag ich euch. Oh, das war mal. Punkt genau, ne? Kommt nicht oft vor, aber das war Punkt genau. Ah, das hat wieder einen Flaschenverschluss. Damit ist unsere Müllaufgabe erledigt. Quest abgeschlossen. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Schauen wir gleich mal. Ja, Aufträge. Weg. Also ich muss noch hier ein Bild machen. Wartet mal. Das war vorhin irgendwie schöner, hat es ausgesehen. Hier so. So, ne? So ähnlich. So. So, schauen wir noch ein klitzekleines bisschen uns um. Wir noch ein bisschen die Statistik rauftreiben. Huch.
Hier geht es natürlich nicht durch. Aber nur noch grob. Also wir werden jetzt nicht 100% werde ich jetzt nicht machen. Außerdem gehen wir wahrscheinlich dann sowieso nochmal durch mit dem anderen Detektor. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Oh. Müssen wir uns wieder durch Gebüschel. Ach, nee, das wird nix, mein Freund. Ach, vielleicht hier, ne? Ja? 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 Ja. Ich sag nur, ja. Ach, ein Knopf. Hat man auch schon lange nicht mehr so einen Knopf. Ein einfacher, nutzloser, sinnfreier Knopf. Huch. Also hier wäre ich jetzt... Nee. Aha. Moment. Wenn, dann hier. Aber eher hier. Direkt am See, schau mal. Halt, ein bisschen zu weit. Oder weiter rüber. Direkt am Steg hier. Wow. Na, das kann nur Müll sein. In Angelhaken oder sowas. Eine Nadel. Ja, aber Müll ist es nicht. Wenn ich es recht bedenke, ist es kein Müll. Hm. Die Nadel lässt sich immer schlechter identifizieren. Ich wollte eigentlich nur nochmal auf den See rausschauen. Hä? Sind wir da drüben? Da drüben waren wir schon. Nö, ne. Vielleicht kommt man da gar nicht hin, oder? Ich schätze mal, da kommt man gar nicht hin. Hier geht's einen anderen Weg entlang, schaut hin. Geht schon hier entlang. Kein Problem. Ich glaube, da gibt es ja wirklich so Leute, die mit so Geräten rumgehen und sich ein bisschen Geld verdienen damit. Wie viel morgen sowas. Wie viel morgen so ein Wünschelgerät hier kosten? Dass sich das lohnt am Ende. Ja gut. Sag mal, es kostet wirklich 300 Euro. Denkt ihr? Aber dass sich sowas lohnt, ich meine, du findest ja nur Münzen. Du findest ja nichts Wertvolles oder so. Ne? Ich meine, dass da mal irgendwo ein Schatz versteckt ist. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, oder? Also hier geht's nach Hasenfeld. Hier drüben liegt Hasenfeld. Nur, falls es euch interessiert. So, wir reisen zurück und schauen mal, was uns der Auftrag wirklich bringt. Ne? Gut. Wir schauen erst nochmal in unsere Sammlung. Eine Nadel, die lassen wir nochmal drin, wie gesagt, da. Eine Bleikugel, ein Eisenknopf. Das ist auch schön hier, ne? Das ist echt. Da haben wir was Gutes gefunden. Schlüssel? Ja, die ist aber super. Die ist, irgendwie sieht die besser aus. Obwohl,
Ah nee, schaut mal hin. Die ist hier sogar besser erhalten. Komm, dann verkaufen wir die hier. Und das da hier ist unser Highlight, ne? Von Leopold. Was steht da? Ich kann es gar nicht lesen. Okay. Ach so, Archidas. Oder? Nee, da geht's noch weiter. Archida. Ist ja verrückt. SHS. Was bedeutet das? Ja, das wird irgendeine Zahl dann vielleicht sein, ne? Schwierig. Was haben wir gesagt? 1871. Na gut. So, die verkaufen wir. Patrone behalten wir mal. Und die kaputte Nadel. Zack, weg. Wir haben trotzdem nur ein... Ach so. Das ist... Wir müssten jetzt noch 600 Prestige uns ergattern. Ja, dann müssen wir hier noch Schätze finden. Nochmals, hallo. Erst einmal danke für den Auftrag aus der letzten Mail. Wir haben eine positive Antwort auf unsere Anfrage nach einer Genehmigung erhalten. Nun soll das Institut die Zahl der archäologischen Funde von Alatsee erhöhen. Wir werden Ihnen sehr dankbar für alle Objekte mit historischem Wert, die Sie uns zuschicken. Aha. Ja, dann reisen wir natürlich wieder hin. Ich meine, warum nicht, ne? Wie viel haben wir denn da eigentlich schon? 31%, schaut mal hin. Wir haben doch aber eigentlich schon alles aufgesammelt. Normalerweise kann doch hier gar nichts mehr liegen. Wir waren über und überall. Also praktisch überall. Aber wir waren noch irgendwie, da ging es dann noch hier so runter, hier hinten entlang, oder? Irgendwie ging es noch runter. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Tja, jetzt haben wir schon alles abgesucht, ne? Ein bisschen voreilig, ne? Ich glaube, es war ein klitzekleines bisschen voreilig. Aber okay, wir finden schon. Wir finden jetzt die Schätze schlechthin. So, wir gehen jetzt mal hier runter und dann nach rechts. Und dort werden wir uns ein bisschen aufhalten. Können wir auch noch ein paar Blätterpilze mitnehmen. Gut ist. So, gib mir Schätze. Wir haben wirklich schon alles abgesucht. Danke. Das ist natürlich doof. Jetzt geben die uns nichts mehr. Echt? Kann das sein? Dass wir uns in eine Sackgasse hineinmanövriert haben? Oder dass wir dann grinden müssen, um die Prestigepunkte und den neuen Detektor zu finden? Ja, ist ja doof, ne? Ja, da ich jetzt natürlich nicht mit. Ich in meinem überschwänglichen Enthusiasmus. Habe ich natürlich alles abgesucht. Jetzt. Hier ist ja gar nichts. Oh. Das ist übel, ne? Das ist ja übel. Oh oh. Ah oh, oh. Wie viel müssen wir denn Schätze finden? Oh. Wir haben mal einen.
Das ist ja übelst. Das ist ja mehr als übelst. Nee, es ist wirklich hier irgendwo. Nee, ist damit zu weit. Halt! Soll es bitte ein Schatz sein, ne? Und nicht irgendwelchen Müll? Was kommt denn noch dazu? Aha, das ist schon mal sowas Ähnliches wie ein Schatz. Eine Patronenhülle. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir überhaupt brauchen. Eine 45er. Die haben ganz schön durch, die 45er. Ja, von einem Colt. So, was sagt ihr? Oh, 5. Oh, oh. Oh, oh, oh. 5. Ui, ui, ui. Und ui. Ich muss mal wirklich hier jeden Fipsel absuchen, ne? Eieiei. 5 ist eine Gewalt, sag ich euch. Halt. Und da muss, am besten wäre es natürlich, wenn alles ein Treffer wäre. Das wäre das Beste. Ja, 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 nimm. Nimm doch. Sei doch nicht schüchtern. Es müsste alles ein Treffer sein, ne? Wenn wir jetzt noch irgendwelches Junk aus... das sieht gut aus. Das ist zumindest eine Kugel. Ne, ein Knopf. Ah, verwechseln wir die Kugel. Mit dem... Oh, hallo? Der sieht ein bisschen anders aus hier vorne dran, ne? Die Produktionstechnik... Oder Mende deuten darauf hin, dass er aus dem 14., 15. Jahrhundert stammt. Ja, das hatten wir aber alles schon. Aber die hat ein bisschen anders ausgesehen. So, 2 haben wir. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt so ist, dass die einfach nur hier verstreut rumliegen. Aua. Und dass das gar nichts damit zu tun hat, wisst ihr? Was wir davor schon aufgesammelt haben. Das wäre noch... Ach, schaut hin. Haben wir schon die Fische gesehen? Das wäre noch das, wo ich mich jetzt ein bisschen dran... Also optimistischerweise, aber... Wir haben aber jetzt schon hier alles abgesucht. Na, hier hinten waren wir auch schon. Ja, ich weiß. Dass jetzt hier noch 3 Stück liegen. Irgendwo. Wollen wir erstmal hier rauf? Dann hinten rum? Das ist gut. Der Gedanke ist nicht das Schlechteste. Nee, muss doch noch ein bisschen vor. Okay. Aber es muss jetzt wirklich jede Funde Treffer. Nein. Mist. Das ist ein Nagel. Ah, ich hab's noch gesagt. Jede Funde Treffer. Nutzlose Schrott, ja. Das haben wir. Oh Gott, wenn jetzt nicht jede Funde noch ein Treffer ist. Na dann. Ja, und hiermit bricht meine Theorie natürlich komplett zusammen.
Na? No? Bitte, lass es was sein. Bitte was Schönes. Kann von mir erst eine Nadel, ein altes... Knopf war doch nur Müll, oder? Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Halt. Ja, und jetzt? Wo soll ich hier hin? Was soll ich denn hier kommen? Hier rauf? Wartet mal, da kommen wir nicht rauf. Ach so, wartet. Kein Problem. Bin schon da. Halt! Hier unten. Halt. Oh nee, ist ein Knopf. Eieiei. Jetzt wird es langsam leicht frustrierend, oder? Schau mal noch die schöne Aussicht an und dann, ja, weiter geht's. Ne? Na Gott sei Dank ist hier ein bisschen was, ne? So, jetzt lasst uns mal was finden. Ja, von mir aus. Nehme ich mit. Hatten wir, glaube ich, schon. Aber was soll's. Wir nehmen auch zwei Kugeln. Wir nehmen alles. Was halbwegs nach Schatz aussieht. Oh, geht gleich weiter. Das ist schön. Nee, halt. Oh, wo gräbst denn du jetzt hier? Ja, von hier aus geht's. Ne? Und von hier aus? Ja. Hatte ich mir schon gedacht. Dass es nicht funktioniert. Was hat denn? Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Was hat er denn? Ah, Flaschenverschluss. Wäre ja zu schön gewesen. Es wäre ja einfach zu schön gewesen. Es wäre ja einfach zu schön gewesen. Wieder Ruhe im Karton. Hier oben war, glaube ich, nichts. Jetzt hoffe ich noch, dass wir den Weg zurück noch ein bisschen was finden. Das wäre schön. Ah, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts, ihr Schmetterlinge. Gar nichts. So, jetzt kann man echt nur hoffen, dass hier rundewärts noch was ist. Weil langsam gehen uns dann die Ideen aus. Hier ist irgendwo ein Wildschwein, sag ich euch. Hier ist nichts. Verdammt. Ja, weil ich halt davor schon alles, soll wahrscheinlich doch die Aufträge machen und nicht einfach wahllos vor sich hin metallizieren. Amen. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Nett. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Mittelschweres Problem. Wie bekommen wir den Rest? Obwohl wir den eigentlich schon haben, haben wir den nicht. Das ist
traurig, aber wahr. Vielleicht nochmal hin und her reißen. Bringt es irgendwas? Nee, ne? Sonst hätte es ja auch gleich was gebracht. Wir sind jetzt auch hin und her gereist. Hat ja nichts gebracht. Oh, bitte lass es zumindest was sein. Kein Müll. Komm, dann hätten wir zumindest noch eine klitzekleine Chance. Lass es was Wertvolles sein. Komm, drück die drück die Daumen. Ja. Es ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber ich bin wirklich für alles zurzeit dankbar. Puh. So, ich glaube, jetzt fehlt uns noch eins, hoffentlich. Ich glaube eins. Tja. Wo müssen wir denn jetzt noch... Ich weiß gar nicht, wo wir noch identifizieren müssen. So, wie viel? Eine. Eine fehlt uns noch. Ein einziger. Oh, kommt. Wir werden doch wohl den einen noch finden. Ja, wir kommen nicht durch. Danke für das Gespräch. Ein einziger, komm, gib uns. Detektor, gib dein letztes. Such uns Schrott. Nein. Oh Gott, ich habe noch gesagt, such uns Schrott. Nee, natürlich nicht. Such uns Schätze. Ich ahne Schreckliches. Ahne echt Schreckliches. Halt! Oh, bitte lass es jetzt ein Schatz sein. Oh, bitte. Kommt, bitte. So, jetzt kommt's drauf an. Erster. Oh nein, ich hab's gewusst. Eigentlich hab ich's gewusst. Dass die uns den letzten nicht einfach so geben. Es war klar. Ich muss nochmal überall hin. Das nützt ja nichts. Wir müssen jeden Millimeter jetzt hier absuchen, wisst ihr? Das sag ich, jedes Mikrometer. Gib mir einen Schatz. Wir bräuchten nur noch einen. Scheitert's jetzt an dem einen Schatz? Wahrscheinlich. Das ist ja traurig, oder? Es scheitert jetzt echt an dem einen Schatz. Ja, es war klar, dass wir nicht in der Lage sind, über den Baumstamm zu springen. Aber dass das eine Gebiet unten so überhaupt nicht ergiebig war. So, jetzt sind wir wieder da. Mist. Wollen wir da nochmal runter? Ja. Ganz eh nichts übrig bleiben. Ah, wegen einem. Komm, schlag noch mal an. Junge, ich weiß, dass du es willst. Schlag an. Ja, aber hier waren wir jetzt überall schon. Hier waren wir tatsächlich jetzt überall schon. Irgendwie. Aber es kann sein, dass wir vielleicht einen kleinen Spot übersehen haben. Ja, ansonsten werde ich nochmal alleine suchen.
und euch dann praktisch nur noch die Spots, die ich ausgrabe, werde ich euch jetzt reinschneiden, ne? Ja, so machen wir das. Aber wir haben eins gelernt, wir sollten nicht einfach so vor uns hin detektieren. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Ne? Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein bisschen vorselektiert habe. Aber nee. Nee. Nö. Ja, okay, also ich mach das jetzt alleine. Ne? Mist. Wir haben schon alles ausgesucht. Warte, das machen wir noch zusammen. Da waren wir echt überall. Ja, ne? Halt! Oh, bitte, 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 bitte. Oh, das wäre jetzt natürlich... Das wäre jetzt natürlich super, ne? Aber so viel Glück haben wir wahrscheinlich nicht. Ihr merkt, ne? Die Anspannung in mir ist immens. Mist. Ja, ja, du blöde Dosenhalter. Blöder. Halt. Hier ist noch ein bisschen... Hier ist noch ein bisschen ergiebig. Jetzt entfernen wir uns doch aber wieder. Ach da, hier. Jeder Spatenstich hier. Und? Und? Das ist doch wieder nix. Was haben denn die hier für Cola? Laschen. Okay. Jetzt noch nicht durchdrehen. Jetzt nicht durchdrehen. Aber das Gebiet hier könnte vielleicht ein bisschen Glück. Oder? Mal noch ein bisschen zu. Aber hier waren wir doch auch schon, oder? Haben wir da noch nicht alles vielleicht ausgesucht? Komm, jetzt, nach dem dritten. Bitte. Seid nicht so. Gebt uns was. Das sieht doch vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus. Das ist irgendein Anhänger. Ach, die Jungfrau Maria, richtig. Oh, na Gott sei's gedankt. So, jetzt lässt sie nicht identifizieren. Hui. Ja, ist klar. Spannung steigt. Puh. Sehr schön. Ich hab gedacht, das wird gar nichts mehr. Oh, na Gott sei Dank. Ich glaube, es ist heute doch ein bisschen eine längere Folge geworden, ne? Aha, mein Prestige-Level ist gestiegen. Und somit, aber diesmal wirklich, können wir das nächste Mal ohne Pickelhaube finden wir das nächste Mal. Ja, gerne. Ich sag ciao, ciao.